auf Susis Cooking Kanal. Bei mir gibt es heute ein weiteres Low Carb Rezept, das uns sehr gut schmeckt. Und zwar sind es Parmesanrolle oder Parmesanwaffeln. Ganz egal, was ihr daraus machen möchtet. Ich möchte heute eine Parmesanrolle machen und werde die füllen. Und ich sage euch jetzt aber erstmal, was wir für die Parmesanrolle brauchen. Natürlich braucht man Parmesan. Und zwar habe ich jetzt 40 Gramm Parmesan schön gerieben, schön fein. Dann braucht man 4 Eier getrennt. Einmal Eiweiß, einmal Eigelb. Und ich habe jetzt noch 50 Gramm Butter, die ich schon geschmolzen habe. Und das ist auch schon alles, was wir für die Parmesanrolle brauchen. Meinen Backofen habe ich bereits vorgeheizt auf 190 Grad Ober- und Unterhitze. Und füllen werde ich mir das Ganze mit Hackfleisch, Rucola, Tomaten, einer Avocado-Creme. Die Avocado-Creme habe ich schon vorbereitet. Und zwar sind es 2 Avocado, 2 Esslöffel Schmand oder Sauercreme, was ihr auch immer zu Hause habt, Salz und Zitronensaft. Und das Ganze püriere ich einfach und streiche das gerne dann auf die Rolle eben drauf. Und auch ein bisschen Schmand kommt dann noch dazu. Als erstes werde ich mir jetzt mein Eiweiß steif schlagen. Ich nehme da auch nur meinen Handmixer dazu, also nichts mit dem Thermomix, den braucht man da gar nicht. Ihr könnt es natürlich auch im Thermomix machen, aber ich nehme jetzt nur den Handrührer und schlage mir jetzt erst einmal das Eiweiß auf. Mein Eischnee ist steif geschlagen und jetzt werde ich das Eigelb mit der flüssigen Butter zusammen auch ein bisschen aufschlagen. Und weil viele von euch mich ja immer fragen, was ich für Werkzeug und so benutze, bin ich jetzt dabei, einen Amazon-Shop zu erstellen, wo ihr einfach unter den Videos schauen könnt, was ich gerne benutze, egal ob Haushaltsgeräte oder Küchenhelfer, Kochbücher. Vielleicht werde ich sogar meine Lieblingsschminkprodukte versuchen zu verlinken, weil ihr ja trotzdem immer wissen wollt, was ich so benutze. Zu dem leicht aufgeschlagenen Eigelb und zu der Eibutter kommt der Parmesan. So wie jetzt auch der Eischnee. Und auch das wird jetzt wieder miteinander leicht verrührt. Nicht zu viel, dass die Masse schon noch schön schaumig und luftig bleibt. Und so kommt die jetzt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Ich habe das jetzt auch nicht gesalzen, weil der Parmesan salzig genug ist. Und so kommt meine Masse jetzt für 15 Minuten in den vorgeheizten Backofen, der bei 190 Grad aufgeheizt hat, dass es leicht beginnt, goldbraun zu werden. Nicht zu lange drin lassen, weil sonst lässt sich die Rolle nicht mehr schön rollen. Mein Parmesanteig ist raus aus dem Backofen, war genau 15 Minuten war er drin. Jetzt müssen wir ein bisschen
bisschen schneller arbeiten, dass ihr nicht so auskühlt. Und da gebe ich mir jetzt, füllen könnt ihr den jetzt eigentlich wirklich mit, was ihr das möchtet, was ihr gerne esst. Wir essen eben total gerne Guacamole. Darum kommt die bei uns auch immer drauf. Dann kommt auch noch ein bisschen Schmand mit drauf. Das können wir einfach mit reinstreichen. Darauf gebe ich jetzt meinen Rucola. Geht auch Eisbergsalat. Letztes Mal hatte ich Eisbergsalat. Und da kann ich aber fast noch ein bisschen mehr holen. Darüber gebe ich jetzt das Hackfleisch. Das habe ich mir nur krümelig angebraten und mit Salz und Pfeffer gewürzt. Ich neige ja immer dazu, zu viel drauf zu geben und kann es dann nicht mehr räumen. Und jetzt kommen noch Tomaten drüber. Die habe ich mir geviertelt. Kleine Cocktailtomaten waren das. Und das sieht ja so jetzt schon mal richtig gut aus. Und jetzt müssen wir das rollen. Die letzten Male hat es super geklappt. Ich hoffe, es ist heute nicht der Vorführeffekt. Nein, es klappt auch heute wieder super, wie ihr seht. Und jetzt schneide ich das einfach einmal durch. Und gebt das auf den Teller. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt sehen. Und so lassen wir uns das jetzt schmecken. Und ich kann euch sagen, es schmeckt köstlich. In diesem Sinne, probiert es aus, macht es nach. Ich gehe schnell am Tisch zum Essen und sage Servus und Pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.